Wie geht's mit Bruce und Oyo? Die Sklaven, die es zu befreien gilt. No, ich habe ja hier das Geschäft angenommen. So, Mammut hat mir den Schlüssel gegeben. Jetzt kann ich in den Kerker. Ich habe beschlossen, den Sklaven Bruce und Oyo lieber zu helfen. Das ist eigentlich auch meine Prämisse gewesen, anstatt sie zu verkaufen. Jetzt kann ich Hulams Auftrag zwar nicht mehr erledigen, aber die Freiheit dieser Leute ist wichtiger. Sehr gut. Oyo, was sagst du denn so dazu? Hallo, ich. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust zum Quatschen. Okay, dann fehlt bei Bruce noch die Gesprächsoption, wie es denn weitergehen soll. Und wie geht's jetzt weiter? Also dazu. Ich habe ein Gespräch der Wachen belauscht. Die beiden redeten von einem Nomadenlager hier im Umland von Amarna. Wenn du das findest und es dorthin bringen kannst, könnten wir vielleicht zusammen mit den Nomaden die restlichen Sklaven befreien. Die Wüste ist riesig. Wie soll ich da ein Lager finden, das wahrscheinlich auch noch versteckt ist? Sie sagten etwas von einem Weg in der Nähe der Mühle. Aber pass auf, die Assassinen, die dorthin geschickt worden waren, scheinen nicht zurückgekommen zu sein. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wehren. Schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Schade, aber ich glaube, er hat die Waffe gezückt. Stand hier auch ein bisschen. Die Kamera war ja jetzt mitten in der Mauer drin. Bei der Bruce-Gesprächsoption, ja. Ende. Oyo, Ende. Bayern. Musik angemacht. So, kann ich hier trotzdem was klemmen? Ah, hier, da ist ein Elite-Assassine. Okay, mal gucken. Ich werde mal hier sicherheitshalber mal die Tür von innen verschließen. Dann die Truhe nochmal öffnen, das Zeugs nehmen. Da gibt es ja wieder irgendeinen komischen Spruch von denen. Und weiß es nicht. So. Wir aufmachen. Rausgehen. So. Jetzt ist Hasan wieder futsch. Das heißt, er ist wieder wahrscheinlich. Muss ich denn mit Hasan quaken? Hulam, ach so. Geht ja nicht. Weil, ist gescheitert oder gucken wir mal eben. Nee, ist noch nicht gescheitert. Nicht noch ein Waffenbündel. Brauche ich das? Könnte es brauchen. Verdammt! Ja, ist gut. Was ist los? Da gibt es ja noch mehrere Truhen, die habe ich auch noch alle nicht geöffnet. Hä? Du hast anscheinend wieder woanders zu sein. Vielleicht sitzt er jetzt da, wo ich denke, wo er sitzt. Da. Wo sitzt er denn? Nee. Nomadenlager gefunden. Ich hab's doch gefunden. Das kann ja nur Saids Sippe sein. Na gucken, Karim, hast du noch was Lustiges zu verkaufen? Zeig mir deine Ware. Ja, Gift. Haha, 300. Oh, was hab ich denn wieder für ein Pech. Ah, er hat wieder Gifte. Was hat er denn auch ein paar... Nee, Zaubersprüche hat er nicht. Ich geh erstmal gucken, was ich noch an Gift... kaufen kann, indem ich meine Ware verkaufe. Also bis gleich. Jawohl. Ich habe meine Bolzen zum größten Teil verkauft. Dafür haben wir jetzt wieder giftig. Giftigstes Gift. Fischsupp bringt nicht viel. Schmackhafte Karottesupp. Leckere Kartoffelsupp. Gute Zwiebelsupp. Und wieder. Ja, die haben wir alle schon gesehen. Die Rezepte. Gut, dann kann ich ja wieder 50 Giftpfeile herstellen. Die ist an der Werkbank. Die ist an der Werkbank hier wieder zu bauen gilt. So. Pfeile bearbeiten. Pfeile schärfen. Giftpfeile. Na, ihr wisst ja, wie das ist, ne? So, jetzt habe ich 50 Giftpfeile wieder hergestellt. Jetzt möchte ich mal wissen, ob
der gute Karim wieder welche hat. Erstens am gleichen Tag. Nein, hat er nicht. Dann werde ich jetzt mal eine Runde schlafen. Mache ich direkt vor der Tür. Da ist der Sack. So. Bum, 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 bum. Ich hoffe ja wirklich, dass er wieder ein bisschen was herstellt. Das wäre nämlich gut. Denn wenn jeder Händler irgendwie im In- und Umland wirklich nur einmal, auch wie ein Uga, Giftflaschen verkauft, dann sieht das recht aussichtslos aus für die Zukunft. Schade. Mit 50 Giftfallen komme ich nicht weiter, um irgendwelche Banditen oder Räubertjes, gerade die von der Brücke zu eliminieren. Das ist schlimm, ist das. So, wo waren jetzt nochmal die? Die sind hier gewesen. Wieso kommen die nicht mit? Hä? Das Geschäft. Bruce hat herausgefunden, dass es hier in der Nähe von Amana ein Nomadenlager gibt. Bei der Mühle soll es einen Weg geben, der dorthin führt. Wenn ich es gefunden habe, soll ich die Nomaden um Unterstützung bitten und anderen Sklaven zu befreien. Ach so, okay, sorry. Dann wollen wir mal hin. Dann wollen wir mal hin zu der Mühle. Das heißt, wir hauen wieder ab und dann mache ich wieder einen Sprung zur Mühle. Ohne Mehl. So, jetzt wären wir hier direkt vor der Mühle. Ich habe mir ja schon meine Nomadenrüstung angezogen und jetzt werde ich erstmal zu Said rüberspringen, um zu gucken, ob er Asyl gewährt. Ich möchte Amana erobern. Okay. Fragen wir erstmal, was es damit auf sich hat. Ich möchte Amana erobern. Wärst du bereit, mir dabei zu helfen? Ich wäre schon sehr froh, wenn uns die Assassinen von Amana nicht mehr bedrohen könnten. Du hilfst mir also? Nein. Zumindest noch nicht. Okay. Du musst erst bewiesen haben, dass du unser Freund bist. Erst wenn du genug für uns getan hast, bin ich bereit, dir zu helfen. Okay, das ist ja der Fürsprecher für die Nomaden. Hier in diesem Bereich. Jetzt werde ich mal zu dem anderen Lager der Nomaden rüberbimseln. Und mal mich hier durchfragen. Moment, war das Malev? War das Ruslan? Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Weiß ich nicht, was er hier für Gespräche hat, keine Ahnung. Malev? Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Okay. Ach, der hat auch, kann auch handeln. Zeig mir deine Ware. Gut, aber kein Gift. Wen kann ich denn jetzt fragen? Wer ist denn hier der Nomadenoberführer? Das war doch der... Nee, Manuel. Und? Wie sieht es aus? Meine Fortschritte in der Magie werden von Tag zu Tag besser. Ich denke mal, dass ich mit der Zeit alles meistern werde. Stimmt, er ist ja der Novizenboy. So, was sagt denn unser Mercurius? Hast du die Orks? Ja, habe ich jetzt alle Runensteine? Kannst du mich heilen? Handeln. Zeig mir deine... Vielleicht hat er auch wieder Gift. Nein, hat er nicht. Und auch was Gescheites an Sprüchen hat er auch nicht. So, dann ist es wohl nicht das... Der Nomaden... Dieses Nomadenlager hier. Ha. Dann wahrscheinlich der mit dem Karim oder wie er heißt. Da gucke ich doch mal nach. Und wieder was ich entdeckt habe. Neu, meine ich. Und zwar hier eine lange, langgezogene Höhle. Ja, da hat mir keiner was dazu geschrieben. Es muss ja auch nicht mal alles verraten werden. Aber wenn es wirklich nicht weitergeht, dann ist hier oben. Okay. Oh, da brennt ein Feuer. Oh, nur Nomade. Okay. Dann geht's hier rum. Was machst du denn hier? So alleine.
Wie ist die? Sie ist sehr gefährlich. Überall wimmelt es von Assassinen und feindlichen Sippen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Adanos sei Dank. Zurzeit sind wir vor den Assassinen und den Wüstenräuber sicher. Möge Adanos uns auch weiter schützen. Aber so friedlich wird es gewiss nicht lange bleiben. Jeder neue Tag kann neue Gefahren für uns bringen. Genau, okay. Anführer des Lagers wird er wahrscheinlich Said sagen. Wer ist der Sein Name. Genau, richtig. Nur mal so zur Überprüfung. Jetzt, gehen wir mal hier in diesen Seiteneingang. Stollen. Hä? Bin ich jetzt total plät? War ich hier schon? Okay. Geh wieder zurück. Und werde dann mal zu diesem anderen Nomaden, kleinen Nomadenlager gehen. Und zwar das hier um die Ecke. Ist der Karim oder Kamal. Auch nicht. Wie viele Nomaden gibt es denn da? Ja, Kamal ist ja sauer. Ach ja, der will ja... die muss ich auch noch irgendwie zusammenbringen. Ja, welches Nomadenlager ist jetzt wohl gemeint, ne? Da muss ich mich doch wieder zur Mühle begeben und eine Orientierung finden. Kann ich die Mühle eigentlich schon von hier aus sehen? Nicht so ganz. Jetzt mache ich mal einen kleinen Abstecher hier mal in die Mühle hinein. Gucken, vielleicht hat sich hier was geändert. Rocco, ja. Ach ja, ich suche Arbeit. Mal gucken. Ich suche Arbeit. Na und? Was kommst du da zu mir? Sanchez ist hier der Boss. Aber ich habe deinen goldenen Ring. Ich will mit Bellasar sprechen. Doch Hassan meint, dass ich mich erst hier in Amana verdient machen muss. Ach, das ist es. Dann hätte ich was für dich. Hohes Risiko, keine Belohnung, aber meine Empfehlung bei Hassan. Also, wie ist es? Na schön. Viel Auswahl habe ich nicht. Was soll ich tun? Ich habe einen wertvollen Ring verloren. Wenn du mir den wiederbringst, werde ich Hassan davon berichten. Weißt du ungefähr, wo du ihn verloren hast? Bei dem Oasenwäldchen neben der Festung. Und zwar da, wo sich das Löwenrudel breit gemacht hat. Na toll. Einen besseren Platz konntest du dir wohl nicht aussuchen, was? Ich hab ihn. Als ich den Ring verloren habe, war von Löwen weit und breit nichts zu sehen. Erst als ich den Ring vermisste und in der Oase danach suchen wollte, bemerkte ich, dass dort jetzt Löwen sind. Also was ist? Suchst du jetzt nach dem Ring? Ansonsten solltest du mich in Ruhe lassen. Du feiger Heinz, du! Du hast doch selber Schiss gehabt, da waren vorher Löwen, sonst hätte er den Ring nicht verloren. In der Aufregung. So, ich übernehme den Job. Ich übernehme den Job. Sehr gut. Lass dich bloß nicht von den Löwen fressen, Kleiner. Wäre schade um meinen Ring. Sehr witzig. So, jetzt gucke ich erstmal ins genau richtig. So, ich glaube, am anderen, wo ich jetzt meine Löwen sind. Ja, schön. Okay, ich habe deinen Ring, bitteschön. Ich habe deinen Ring. Tatsächlich? Her damit. Hier hast du ihn. Ich hoffe, dass du mich bei Hassan empfehlen wirst. Keine Sorge, mein Kleiner. Wird der alte Rocco schon machen. Na? Okay. Juan, bei dir. Ende. Okay, dann haben wir ja den Ring schon. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett bei Hassan. Mal gucken, was mit Sanchez ist. Ach ja, da muss ich ja wieder wegen Mehl Hassan fragen oder irgendwie sowas. Wieder zurück und so weiter und so weiter. Ja, so langsam komme ich mit der Verschachtelung so ein bisschen verständlich klar. Ja, dann machen wir doch mal hier einen Hassan-Besuch. Okay, ich muss immer aufpassen, dass ich die richtige Klamotte anhabe. So, wo könnte Hassan jetzt wieder sein? Erstes mal hier hingehen. Och, da jetzt, der Hassan. Nein, hockt er nicht. Was ist los? Ich muss wieder so. Wie spät haben wir es denn da, dass er da nicht hockt? Was ist los? Ja, mein Gott, seid ihr immer nur am Pennen?
So, Hassan, wo könnte Hassan sein? Wo war der denn zuerst? Ach, hier sind sie. Hassan. Hör mal den Ruf abfragen. Wie ist mein Ruf in Amana? Nun, mal sehen. Sanchez sagt, dass du tüchtig und zuverlässig bist. Du hast es geschafft, ihm das Korn zu besorgen. Das war auf jeden Fall eine gute Arbeit. Denn nun in das Korn sind wir aufgeschmissen. Rocco meint, dass du ganz schön mutig bist. Außerdem hast du ihm seinen Ring wieder besorgt. Sogar Bayer sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Und das will schon wirklich was heißen. Kyros ist der Meinung, dass du ein brauchbarer Mann wärst. Der Bursche hat anscheinend gewaltigen Respekt vor dir. Ich hatte dir den Auftrag gegeben, Barut unschädlich zu machen. Solange du das noch nicht gemacht hast, wird es schwierig für dich werden, mein Vertrauen zu gewinnen. Du hast alle Aufgaben erledigt, die man dir gestellt hat. Die Bewohner von Amarna haben großen Respekt vor dir. Ich werde dir daher gestatten, mit Belarzar zu sprechen. Hier hast du den Schlüssel zum Turm. Aha. Also Barut habe ich noch nicht unschädlich gemacht. Das war jetzt wohl nicht so die gradens große Voraussetzung. Oder ist das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Okay, und nicht auf den Rücken fallen. Meine Fresse. Mit der Rückenklatscher. So, ich habe jetzt. Die ist ja schon offen. Oh. So, bevor wir reingehen, gucken wir mal hier. Nein, falsche Taste. Und zwar erfüllte Missionen, Audienz bei Belarzar. Ich habe mir genug Vertrauen bei den Bewohnern von Amarna erworben. Hassan ist der Herr bereit, sprechen zu lassen. Er gab mir den Schlüssel zu dessen Turm. Und hier sind wir. Ich mache nochmal eben kurz die Mucke an. Auf, hier geht's rein. Oh yeah. Wer bist du? Du bist Kyros. Du hältst dich hier auf. Aha. Okay. Dann nehme ich ganz stark an, dass Belarzar hier oben ist. Bin ich gespannt, wie der aussieht. Herr Belarzar. Uah. Dicker Boden. Da ist er. Grüß dich. Hallo, ich bin ein neuer Adept. Das sehe ich. Und was willst du von mir? Wenn du keinen wichtigen Grund hast, mich zu stören, solltest du jetzt besser gehen. Ehrwürdiger Meister. Es wäre verdammt schwierig, seine beiden Spruchrollen zu stehlen. Das werden wir erstmal nachher ausprobieren. Ehrwürdiger Meister. Ah, Waren. Was willst du? Fass dich kurz. Du siehst doch, dass ich wenig Zeit habe. Der Händler Karim sendet euch die Kiste mit Waren, die ihr aus Ishtar bestellt habt. Ja. Wie? Ich habe gar nichts bestellt. Die Waren sind für die Krieger. Gehe also mit der Kiste zu Hassan. Aber Karim hat doch gesagt, dass ich die Kiste euch bringen soll. Natürlich. Das war auch ganz richtig so. Ich muss ja schließlich wissen, was meine Männer bestellen. Aber mehr interessiert mich nicht. Geh also zu Hassan und lass mich endlich in Ruhe. Wirklich? Naja. Dann probiere ich es jetzt mal aus. Ich habe abgespeichert. Was? Zwei Stegen? Großer Feuersturm. Also verdammt schwierig war es jetzt nicht. Aber bei so viel Geschick. Kohle. Mal gucken, was hast du denn schon für einen schönen Balkon hier mit Aussicht? Versteckt sich hier noch was? Ich könnte auch die ganzen Klamotten noch klauen, aber... Was? Flügel? Moment. Okay. Okay, die Runde haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir zu Hassan. Dum, dum, dum. Und Hassan ist wahrscheinlich oben wieder. Wenn Kyros hier ist. So, dann gucken wir mal hier oben lang. Irgendwo da oben. Und das hin. Stehen die da noch? Nö. Obwohl, da kieft einer. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Was dann eventuell hier ist. Wieder den paar... Nee,
Stopp. Nee, da wird hier nicht ruhen. So, ja, okay, gehen wir mal hier hoch. Boah, ist das spannend. Hassan. Ah, ja. Da sind die anderen. Und ich nur nicht erkennen. Wir machen mal einen Jump hier hin. It's just a jump to the front. Wer kifft da jetzt? Ich habe hier noch keinen anderen kiffen sehen. Was Mammut ist das? So. Aber wo ist Hassan? Ich hatte sich irgendwo hier verbarrikadiert. Nee, auch nicht. Mal ist Hassan hier, mal ist er dort. Ist er auch nicht mehr. Oh, vielleicht hier drin. Ach, hier kann man auch runtergehen. Okay. Ah, aha, hier gibt's welche. Sadik. Da ist Hassan. Ich soll dir diese Kiste mit Waren bringen. So? Von wem ist sie denn? Vom Händler Karim. Ich sollte sie Bellasar bringen, doch der schickt mich nun zu dir. Gut, dann weiß ich, was in der Kiste ist. Du kannst also das Zeug mitnehmen. Wie bitte? Mitnehmen? Wohin denn bitteschön? Ja. Na, zum Pass. Die warten doch schon so lange darauf. Sprich mit Krabir, das ist der Kommandant dort. Was? Ich soll die Kiste zum Pass bringen? Aber ich hatte sie doch zuerst von dort geholt. Das interessiert mich nicht. Geh zu Krabir und bring ihm endlich das Zeug. Aha. Zum Pass? Okay. Also, wir rekapitulieren nochmal. Waren aus Ishtar. Händler ist Krauga, seine Kiste erhält. Schwarzmagier Belasar in Amana wollte seine Warenkiste nicht haben. Wir haben sie zu Hassan gebracht. Hassan sagt, die Warenkiste will er auch nicht haben. Jetzt zu Kabir zum Pass, dem Kommandanten am Pass. Also, ja, da will man sich mal lustig wohl drüber machen, über mich oder was oder wie oder wieder was. Also, ich habe ja eine Passrune, ne? Das ist der Pass zur Rune. Ne, Quatsch, die Rune zum Pass. So, definiert. Pass. Scheiße. Oh, sorry. Okay, Kabir. Das sind doch auch jetzt... Kabir. Da hinten ist ja dieser Sorab. Ach ja, den könnte ich nochmal fragen, ob er immer noch sauber auf mich ist. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Okay, funktioniert nicht. So, Kabir. Gab's hier überhaupt einen Kabir? Muss, nee. Elite-Assassine. Elite. Kabir, da ist er doch. Wie komme ich nach Ashtar, Uga, Beliaturm, Amana? Wie ist die Lage? Bin ich hier bei dir richtig? Kommt drauf an. Was willst du? Ich habe hier eine Warenkiste vom Händler Karim. Dieser sandte mich zum Pass, um sie mit drei anderen zu holen. Dann sollte ich sie Bellasar bringen. Bellasar aber wollte sie nicht und schickte mich zu Hassan. Hassan aber sendet mich wiederum zu dir. Daher nochmals meine Frage. Bin ich hier jetzt bei dir richtig? Ja, das heißt eigentlich nein. Ja, nein. Was heißt hier eigentlich nein, bitteschön? Eigentlich nein heißt... dass die Waren nicht bei mir, sondern in Sorabs Hof gelagert werden. Geh also zu ihm und übergebe ihm die Kiste. Puh. In Sorabs Haus? Ja, und jetzt geh und störe mich nicht länger. Wie komme ich nach Uga, Beliaturm, Amana? Das ist okay. Brauchen wir also nicht fragen. Also das ist wirklich hier Katz-und-Maus-Spiel. Dann werden wir das Ganze... Ja, das heißt also, ich muss einen Sorab anquaken und sagen, hier ist die Kiste. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. So, jetzt haben wir einen Fehler. Ich kann die Kiste nicht. Moment. So. Baldrian, Ausrufezeichen. Wer ist das denn?
Achso, das ist so ein Beruhigungsmittel. Ich hole jetzt lieber tief Luft, bevor ich noch einen Wutanfall bekomme. Die Kiste soll jetzt zurück zu Sorab. Na, dem werde ich was erzählen. Ja, wie ihr seht, geht das nicht. Ne? Und ich mache mal hier vorerst Schluss. Und versuche erstmal Sorab noch mit einer Vergessensspruchrolle unschädlich zu machen. Also, dass er mich als Dieb vergisst. Also, letzte Chance. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Kann auch sein, dass ich zu weit weg bin. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Na ja. Warte, du dreckiger Dieb. Jetzt will der mich auch noch angreifen. Ja. Ach, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, ob irgendwie Sorabs Wacholder Kochlöffel oder sowas ist. Mal gucken, gibt es irgendwie. Ungefähr was auch immer. Da sehen wir. Was ist das? Maischnaps, Bier. Auch über ein Spezialwachol. Darüber nee, sonst reden das wir hier. Noch. Ja, okay, davon reden wir noch. Jetzt geh. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Nee, also, ich brauche einen Tipp. Sonst komme ich nicht weiter. Leider. Dann werde ich versuchen, dann nächste Woche, also in der Donnerstagsfolge, das dann aufzulösen, wenn der Tipp da ist. Alain? Weiß Bescheid, ne? Ich wünsche euch übrigens ein schönes Restwochenende und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Sorab die Kiste endlich mal anzuquatschen. Okay, gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns. Ciao.